ich baue meinen Hof wieder um. Grund, ich bekomme einen neuen Stall, der wird zum Ponystall. Und ja, genau, also ich bekomme den erst zu Ostern. Aber ich baue jetzt schon mal meinen Hof um. Genau, also das sind Pferde von meiner Freundin. Und das sind meine Pferde, aber da sind auch noch eine Menge. Und jetzt habe ich hier schon ganz viel Zeug. Räume ich erstmal alles auf und dann sehen wir uns wieder, wenn ich es umbaue. Kurzer Zwischenstand, es sieht jetzt so aus. Ja, die ganzen Boxen, jedes Zeug, alles. Ja, wirklich alles voll. Das hier räume ich jetzt noch weg, die Pferde. Der Stall wird da stehen bleiben und der da auch. Aber so das Kleinzeug und das da hinten und da alle Pferde halt raus. Und dann bin ich dann schon fertig und das zeige ich euch dann. Und dann bauen wir den auf. Und ich zeige euch gleich nochmal meinen neuen Stall, den ich überhaupt habe. Und sorry, falls ich so komisch rede. Ich bin heute irgendwie richtig außer Atem. Also keine Ahnung warum. Ja, deswegen muss ich die ganze Zeit Luft holen. Guck mal kurz, wie süß mein Meerschwein gerade ist. Wow. Ich filme ihn, er geht weg. Egal. Ignorieren wir. Ja, keine Ahnung, was es ist. Egal, bis gleich. So Leute, das ist der Stall, also draußen einfach so, und man kann ihn auch aufmachen, hier, das ist mal halt so ein Heu dabei, brauche ich aber nicht, egal, halt die Leiter für den Dachboden, erhält nicht, so, noch so ein Ding, aber das ist jetzt egal, dann mein neues Pferdchen, also einfach mal dieses Fohlen, also hier die so Schiebetüren, und hier ist mein neues Pferd, hui. Der Schöne. Ich bekomme es halt erst zu Ostern. Das ist das Problem, finde ich. Ich würde es einfach halt jetzt schon gerne bekommen. Und ich habe noch das hier. Ein Zaun. Also so ein kurzer halt, den man nicht auseinander machen kann. Aber der bringt mir wahrscheinlich trotzdem was. Ja. Das halt. Und dann ist hier so ein Dachboden und da so ein Dachboden. Oh, das Zeug geht rein. Genau. Und dann kann man das so zumachen. Halt hier einmal die Griffe zum Mitnehmen und hier die Türen kann man dann so aufmachen und dann auch so zu. Das wird der Ponystall. Und ja, gut. So Leute, ich bin jetzt fertig. Also ja, der Hof steht halt so jetzt noch, das. Aber sonst ist alles jetzt hier. Ja, das erste, was ich euch erstmal sagen muss, den Hof, also den Steller, könnte ich auch woanders hinbauen. Weil ich könnte das Ding da oben. Dieses Ding da könnte ich auch einfach runternehmen. Dann kann ich den Stall verschieben, wie ich möchte. Aber ja, dann müssen wir dann gleich mal gucken. Erstmal baue ich jetzt den Hof noch auf. So, ich habe jetzt den Hof, den Stall hier. Den hatte ich gerade noch in einem anderen Raum. Und ja, mit dem beginnen wir auch gleich. Aber ich glaube, da muss ich direkt schon den verschieben. Obwohl, ich weiß es noch nicht. Kann sein, das doch nicht. Ja, also der Ponystall soll wahrscheinlich sowieso wieder hierher. Deswegen, ja, mal gucken. Ich habe zwei Ponyboxen jetzt. Aber die nehme ich nicht für diesen, sondern die kommen dann extra. Ich hole jetzt noch mal kurz das Haus noch, dieses Mini. Und noch mal ein paar Zäune. So Leute, wir ignorieren jetzt, was hier drin ist. Ich habe ihn jetzt aufgemacht. Alles mal hier hingestellt. Ja, die Zäune brauchen wir noch. Also hier kann man also ein und aufmachen. Dann hat man hier Ein- und Ausgang einfach. Und hier wird nur ein Satz aufgemacht und dann kommen die raus in ihren Paddock. Dann nehme ich jetzt erstmal hier die Zäune. Ja, ich baue es kurz auf. So wird es jetzt erstmal aussehen. Also halt da drin die zwei Pferde, da ein Pferd und das Pony hier. Dann können die auch noch da so rein. Und ja, ich habe hier noch hier. Wie süß ist das? Ich weiß, ich lieb's. Auf jeden Fall, ja. Einfach hier. Das hier sieht ein bisschen komisch aus, weil das ist so ein zu klein, ein zu groß, ein zu wieder klein. Aber es ist ja bei denen auch so. Deswegen habe ich das gemacht. Aber ich glaube, so viel brauche ich halt eigentlich gar nicht. Weil das ist wirklich riesig. Deswegen, ich mache nochmal einen Zaun weg. Und dann gucken wir nochmal, wie es aussieht. So Leute, ich habe jetzt zwei Zäune weg, weil hier ist halt noch so ein Fenster, das würde ich dann gerne frei haben. Deswegen stelle ich das weiter vorne. Dann werde ich hier jetzt noch so einen Zaun und dann hier so. Und ja, also ich finde es so auch gut. Da ist wirklich noch genug Platz. Deswegen kommt das jetzt erstmal wieder weg. Hier unten sieht es von der Seite so aus.
Und das hier ist, wenn meine kleine Cousine da ist. Dann spielt die halt immer damit. Deswegen steht es halt hier in der Ecke. Und ja, hier. So ist das ganze Zeug. Hier vorne auch das, was ich euch von vorne schon gezeigt habe. Und ja, bis jetzt sieht es so aus. Ich würde jetzt hier noch so ein paar Boxen, so wie ich es mir vorgestellt habe, dran bauen. Und dann, ja, zeige ich es euch gleich. So Leute, die beiden muss ich jetzt hin tun. Das Problem ist, ich weiß nicht wie, weil hier ist so eine Ecke, da passt keins rein. Aber das könnte ich rein theoretisch als Hundeecke machen. Ich habe es halt hier aufgemacht, damit die so gucken können. Und wenn ich das hier hinstelle, passt das halt da nicht. Oder sonst kriege ich die Tür nicht mehr auf. Aber hier ist ja auch noch was. Wenn ich einfach hier so das einfach so hin tue, dann können die halt so nicht weiter, aber das ist ja nicht schlimm. Dann können die einfach so reden. Passt schon. Hier sieht es halt jetzt so aus, aber da kann ich noch irgendwas anderes hin tun, also so ist ja auch nicht. Weil ich habe ja auch noch hier so eine andere Box, die hole ich kurz. So Leute, diese, also die Box hat da halt nicht mehr daneben gepasst. Mach ich einfach Hunde hin oder so, keine Ahnung. Also es findet sich ja auf jeden Fall was, aber ich habe jetzt einfach hier den Zaun weggenommen. Und jetzt wäre das so, würde es hier mit dran stehen. Und dann hätten die Ponys halt das als Auslauf. Einfach so. Und ja, hier ist dann die Box. Hier geht es dann raus. Hier mache ich auch nicht weiter. Oder nur noch eine Box oder zwei. Weil hier ist sonst viel zu eng. Also jetzt im Moment ist das ganz schön weit noch. Deswegen ein oder zwei Boxen kann ich da noch dran machen. Ich habe ja auch noch Boxen hier, die. Da wo halt noch Zäune drin sind. Die probieren wir jetzt so. Die könnte ich ja auch hier daneben tun. Noch so. Und weiter will ich auch, glaube ich, gar nicht machen. Das ist so. Ja, ich würde es einfach nicht weitermachen, weil ich sonst keinen Platz habe. Oder eine Sache würde nicht gehen. So, ich habe ein bisschen Schnupfen, deswegen. Ja, also es sieht wirklich chaotisch aus. Da liegen auch die ganzen Pferde. Ich habe hier noch diese Box. Dass ich hier die einfach weg tue. Oh mein Gott. Okay. Boah. Und dann lasse ich so und dann ist da aber noch genug Platz. Ja, dann lasse ich es einfach so. Ja, einfach noch eine Box. Ich habe noch nicht hinter. So. Ja, und dann haben die das so. Was ist denn bei euch los? Sag mal, quieken die da hinten wie verrückt? Der Trönner. Oh mein Gott, man sieht es einfach gar nicht. Der hockt so. Und er ist da. Ja. Egal. Gut, ich mache jetzt hier noch irgendwas hin, dass es besser aussieht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt erstmal den Stall, der stand ja eigentlich da, habe ich dahin, da habe ich da hinten die Box. Da kann ich dann auch ordentlich was dran machen. Ich muss da jetzt noch kurz die Tür zumachen. Ich komme gerade nicht klar, wo ich die Bälle hinschütte. Kommt aber auch einfach dann zum Schluss. Ich habe jetzt überlegt, ich mache zwei Paddockboxen oder drei oder vier. Keine Ahnung, also hier kommen zwei Paddockboxen hin. Die bleiben so zu, da kann ich hinten noch zwar was dran stellen, aber da ein Pferd dann rein so. Dann ist da hinten halt das. Und dann, obwohl ich kann auch einfach die alle zu. Nee, bringt sowieso nichts, egal. Also hier kommt Paddock und dann nicht Paddock. Da, also mit einem extra Box noch dran. Und dann muss ich mal gucken, wo ich das ganze Zeug hier unterkriege. Ich war noch nie so überfordert. Egal. Ich versuche jetzt erstmal so aufzubauen, wie ich machen möchte. Und dann zeige ich euch das Endergebnis erstmal, wie ich es dann erstmal habe. So Leute, kurzer Zwischenstand. So sieht es jetzt aus. Also hinten noch wie normal. Dann so. Da hinten kommen wir halt durch. Hier so mit allem. Das, also hier vorne steht das Zeug. Und ja, die Futterkammer, die ist jetzt da. Und hier ist diese Springkammer, wo alles drin ist. Und ja, ich werde jetzt noch das Kleinzeug verteilen. Hier die Box mache ich jetzt nicht mehr mit, weil die passt nirgends hin. Außer, wo ich eigentlich ungern was hinstellen wollte, aber wo ich es eigentlich machen könnte. Hier, weil da drin sind halt die Sachen noch, die ich habe von Schleich. Woanders hält es jetzt nicht ein. Und so hätte ich dann trotzdem noch die Pferde. Und was ich auch machen kann, ich kann einfach hier so hinstellen. Dann habe ich das auch. Ich kann sogar den Ponys das noch größer machen als sie. Die Ponys haben auf jeden Fall Luxus.
Ich kann einfach so machen. Passt schon. So wird schon passen. Also die Ponys haben auf jeden Fall Luxus. Ja. Ich räume jetzt noch das Kleinzeug hin. Hey Leute, es ist der nächste Tag. Also bei mir ist jetzt ein Tag schon vergangen. Und ja, ich bin jetzt fertig mit dem Hof. Ich habe ihn gerade noch zu Ende gebaut, weil gestern war es viel zu spät. Hier liegen halt jetzt noch alle Pferde. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal den Hof. So sieht er von hier vorne aus. Und auf jeden Fall, ja, hier vorne ist erstmal das kleine Fohlen, wo ich Angst habe, dass es umfällt, weil diese Riesenstiefel einfach. Da gibt es dann das hier. Also, keine Ahnung, ob die offen ist. Geht natürlich nicht zu dem Ding dahinter. Egal. Hier ist auf jeden Fall dann das Licht. Geht von hier darüber. So. Ja, hier halt die Boxen das. Da drüber ist dann dieses Ding hier, was da immer so lang geht. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Ich finde es einfach cool. Dann hier den Zweierstall mit den ganzen Boxen drumherum. Dann hier die Box mit den Hunden. Oh Gott, hier vorne auch nochmal Hunde. Dann die Kammer. Da habe ich jetzt das hier, das Reisezeug und so. Dann hier diese Box. Dann hier noch das davor und da. Und der Hund. Dann der Waschplatz und noch eine Box und Hunde. Dann da die Boxen. Hier auch noch das an der Seite. Da hinten dann die Box und da um die Ecke ist noch ein Hund. Weil ich auch mal ihn sehen kann, da. Und ja, so sieht das jetzt aus. Und da hinten ist halt auch noch diese eine Box. Da ist der Anhänger. Und das Auto ist da. Genau. Ja, also die Pferde. Das mache ich jetzt in einem extra Video für euch. Und dann würde ich sagen, ciao!